Freunde, ein herzliches Willkommen wünsche ich euch zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder hier am Start seid auf meinem Kanal. Heute wollen wir uns mal eine weitere Challenge anschauen, nachdem dieses wunderschöne Lenkrad ja im letzten Video, sagen wir mal, unsere Arme dezent vergewaltigt hat. Ich kann hier nochmal ein paar Bilder einblenden. Let's go, Leute, halbe Runde rum und schon fast ein Krampf überall. Alter, ich hab das Gefühl, mein Rig hebt hier gleich ab. Oh, Alter! Das war wirklich... Ja, ich wollte gerade sagen, lustig. Eigentlich war es nicht lustig, weil ich hatte danach echt ein paar Schmerzen im Arm- und Brustbereich. Aber heute wollen wir uns anschauen, wie das Ganze aussieht, wenn wir genau das Gegenteil machen. Und zwar eine 0% Force-Feedback-Challenge. Also komplett gar kein Feedback. Das heißt, wir lenken hier eigentlich nur ins Leere hinein. Also wir haben komplett gar kein Feedback von dem, was das Auto macht. Wie schnell kann man damit sein? Wie fühlt sich das Ganze an? Das wollen wir heute herausfinden. Wir sind gleich wieder mit dem Porsche auf Kyalami unterwegs, damit wir einen guten Vergleich haben, auch von den Rundenzeiten her, was so möglich ist. Das ziehen wir uns heute rein, Freunde. Ich würde sagen, let's go. Lasst schon mal gerne ein Däumchen da, wenn euch das Ganze gefällt. Und ich würde sagen, wir springen auf die Strecke, Leute. Let's go. So, Freunde, dann wollen wir nochmal eben kurz das Ganze auf 0% stellen. Also hier auf Steuerung und das ist meine Standardeinstellung auf 42. Letztes Mal hatten wir die auf 100 und wie gesagt, jetzt auf 0%. Also ich bin wirklich gespannt. Habe ich noch nie gemacht. Ich weiß aber, dass es da draußen Leute gibt, die auch entweder mit einem fast defekten Force-Feedback, aber 0% Force-Feedback, das wird, glaube ich, wild. Das werden wir mal jetzt herausfinden, Freunde. Wir springen mal direkt auf die Strecke. So, Leute, dann legen wir mal los. Wir starten den Motor und... Alter. Was? Alter, was? Guck mal, es lenkt ja quasi von alleine. Was ist das denn, Alter? Gut, 0% sind 0%. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Ach, du ahnst es doch nicht, Alter. Wie komisch ist das denn? Okay, das wird... Oh mein Gott. Alter, du... Ich wollte gerade sagen, du hast ja gar kein Feedback. Das ist logisch, Leute. Bei 0% aus Feedback hast du kein Feedback, also 0%. Aber... Okay, ich kann jetzt schon mal sagen, es wird viel anstrengender. Also nicht vom körperlichen her, aber vom fahrerischen her, als die 100% Challenge. Oh. Oh. Der Vorteil ist natürlich, du kannst dir nicht die Hand brechen, wenn du dich wegdrehst. Das ist ein großer Vorteil. So, wir machen das Ganze nochmal. Wir machen das Ganze nochmal. Ganz ruhig, Kollege. Wir versuchen mal eine Runde zu überleben. Let's go. Das Komische ist halt, du hast natürlich überhaupt gar kein Gefühl für den Grenzbereich. Also du kannst es nur rein optisch wahrnehmen oder du kannst ja dir vielleicht von deinem normalen Fahrstil mit Force-Feedback kannst du dir vielleicht so Lenkwinkel und so irgendwie ein bisschen merken oder hast da vielleicht schon ein Gefühl für, aber es ist einfach so komisch, wenn du gar kein Gefühl für Curbs, Reifen, Bodenwellen, oh, das Einlenken. Ihr seht schon, wie ich hier dann rumruder. Das ist, glaube ich, nicht gesund für das Auto und für die Reifen, aber anders geht's nicht. Oh, diese Kurve, die ist böse. Oh, ja. Frage Nummer 1. Überleben wir heute überhaupt diese Kurve? Vielleicht wäre es auch ratsam, die Bremsbalance unter diesen Bedingungen ein bisschen hochzuschrauben. Ein bisschen. Weil das ist mein Quali-Setup. Und der Porsche im Quali-Setup ist nicht... Sagen wir mal so, nicht das einfachste Auto zu fahren. Merkt man gar nicht. Aber das ist hier die ultimative Challenge, Freunde. Es gibt nur die ultimative Challenge im Hause Mavix. Wir hätten natürlich auch Aston, also Aston V8 nehmen können. Dann wäre das hier wahrscheinlich immer noch ein Erholungsurlaub gewesen. So, Kurve. Kurve Grande. Kurve Grande. Leute, let's go. Da sind wir doch. Dafür sind wir in der nächsten tot, oder? Nein, wir leben noch. Ich bin gespannt, was die Rundenzeiten technisch rauskommt. Ich erwarte nichts. Oh mein Gott. Da kommt das Heck. Und das Ding ist, du kannst es halt, wie ich gerade schon gesagt habe, du kannst es nur visuell wahrnehmen. Also du siehst es quasi nur auf deinem Bildschirm, was passiert. Und du spürst es halt nicht. Und du kannst es höchstens auch über den Sound wahrnehmen, was die Reifen gerade machen. Aber das sind dann meistens immer so Sachen, die merkst du dann zu spät. Also meistens ist es dann schon zu spät und das Auto ist schon weg. Oh. Ja, wir leben noch, Leute. Wir haben die Wurst.
aus Südafrika überlebt. Und das ist unsere erste gezeitete Runde mit 0% Force Feedback, Leute. Okay, gar nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, gar nicht so schlecht. 1,42,2. Gut, wir sind hier im Hotlap-Modus unterwegs. Kein Benzin an Bord. 10 Liter. Qualifying-Modus. 28 Grad. Oh. Freunde, schaffen wir die 40er? Haut's mal in die Kommentare. Schaffen wir die 40er Zeit? Ich glaube, mit 100% Force Feedback sind wir 40,6 gefahren. Habe ich im Nachhinein erst so festgestellt. Und hier muss echt vorsichtig sein. Da macht das Auto gefühlt, was es will. Aber auch wieder gut geschafft. Soll ich euch mal was sagen, Leute? Man gewöhnt sich daran. Das ist schlimm. Das ist gerade echt schlimm. Seht ihr das? Ich fahre jetzt, keine Ahnung, wie lange fahre ich jetzt? 5 Minuten? Und man gewöhnt sich daran schon. Ich weiß nicht, ob das... Ich meine, der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier, das weiß man. Aber ich kann, glaube ich, verstehen, warum manche Leute so schnell sein können ohne Force Feedback, weil man, wie gesagt, sich einfach dran gewöhnt und weil man ja seine eigene Fahrweise dadurch irgendwie entwickelt, auch ohne Force Feedback. Und wir sind hier schon auf niedriger 1,41er. Oh, Wurst, nein! Na! Er hat's gejinxt. So Leute, weiter geht's. Nächster Versuch. Ersten Parcours haben wir schon wieder eine halbe Sekunde drin und das ist echt erschreckend, wie schnell man sich hier adaptiert. Also ich zumindest. Ich kenne das gar nicht von mir. Normalerweise bin ich immer einer, der... Oh nein. Das war ein schlechter Quersteher. Aber egal, weiter geht's. Diese Kurve hier, die ist auch schon mit Force Feedback relativ ähnlich. Eklig. Eklig. Ja, und wie gesagt, Leute, da draußen gibt es Jungs, die fahren wirklich mit entweder gar keinem Post-Feedback oder mit einem halb defekten Lenkrad, wie zum Beispiel ein Ami Hosseini, der hat, glaube ich, lange Zeit ein defektes G27 benutzt. Und das müsst ihr euch einfach mal reinziehen, wie schnell diese Jungs damit teilweise sind. Und was damit auch möglich ist. Ich meine, es ist natürlich vom ja, Realismus... Vom Fahrgefühl her ist es nicht das, was man will. Aber hier soll es erstmal nur darum gehen, wie fühlt es sich generell an und was ist vielleicht damit sogar möglich. Oh mein Gott, das war knapp, Leute. Wow. Ey, das fühlte sich sehr geil an. Mit 0% fühlte sich das sehr geil an, Leute. Sagen wir so, es sah geil aus. Es sah nicht schlecht aus. Rein visuell gesehen. Oh mein Gott, wir sind schon auf niedriger 1,41er Kurs hier. Du musst auf jeden Fall super konzentriert sein. Mehr als bei 100%. Da geht es halt mehr um die Kraft. Aber du spürst ja wenigstens noch was. Oh Leute, wird das eine 1,40er? Ich glaube nicht. Oh... Come on! Ja, eine niedrige 1,41er, Leute. Wir sind schon nicht schlecht dabei. Komm, wir fahren noch 2 Runden und schauen, was dabei rauskommt. Okay, Leute, 2 Zehntel. 2 Zehntel haben wir im Delta. 2,5. Oh mein Gott, das ist wild. Oh nein, scheiße. Okay, da haben wir wieder alles verloren gefühlt. Zumindest 1 Zehntel. Aber hier lag auch noch viel Zeit im letzten Sektor. Let's go, Leute. Okay, okay. Das war gut, das war sehr gut, Leute. Das war sehr gut. Komm, letzte Kurve. Nein, come on. Zieh! Zieh! Yes, Leute!
Ah, Leute, 0% Force Feedback. Die 1,40er hat gekackt auf Kialami mit. Ja, wie gesagt, mit ohne Feedback. Es ist echt krass, Leute. Also theoretisch könntest du hier wirklich mit einem Finger fahren. Und es passiert einfach gar nichts. Egal, ob du über einen Curb fährst oder. Also, ihr seht es. Auch wenn du gegen eine Wand fährst, es passiert einfach nichts. Es ist einfach krass. Aber Freunde, ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in die 0% Force Feedback-Welt gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne ein Däumchen da lassen. Und wie gesagt, wenn ihr Challenges habt, haut es nochmal alles in die Kommentare. Invertierte Lenkungen und sowas habe ich ja auch in der Vergangenheit mal schon gelesen in den Kommentaren. Das wäre wahrscheinlich auch noch eine Challenge, die sehr, sehr interessant wäre. Ne, man lenkt nach rechts, aber in-game lenkst du nach links. Wird wahrscheinlich mein Gehirn einmal komplett durchknoten, aber ist nicht schlimm. Dafür machen wir das Ganze hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Haut rein. Ciao. Ciao.